Oh, blöder Hund. Hat der mich gerade erschreckt, der blöde Köter, Mann. Ich könnte da schon wieder ausrasten. Hey ho, Minecraft-Freunde, willkommen zur ersten Folge Hunger Games auf diesem Kanal Gomme HD. Yo, ich werde gleich nochmal Hunger Games erklären, wie das hier abläuft, da wir ja auf einem neuen Kanal sind und ich da nochmal das einmal erklären möchte. So, ich werde gleich nicht in die Mitte laufen, ich werde mich gleich wieder meinen Tunnel hier hinten schnappen und da reinlaufen. Der Countdown kommt hier schon, wenn das Spiel startet, also ich bin hier direkt reingejoint und da ist da beginnt das Spiel schon. Ich hoffe, ich komme hier noch pünktlich rein. Ja, sieht gut aus, hier schnell runter und dann bin ich auch schon in meinem Tunnel des Todes, sag ich mal. Nein, Spaß. Ja, der Tunnel, den kennen ja vielleicht einige noch vom anderen Kanal, da habe ich ja auch schon öfters mal Hunger Games hochgeladen. So, aber erstmal eine kleine Erklärung für euch, wie, was überhaupt Hunger Games sind. Bei Hunger Games sollte man überleben, man sollte der letzte Überlebende sein, nebenbei First Blood Goes to District 9, Cops on Robbers. Ja, herzlichen Glückwunsch an Glückwunsch an den. Jo, und man soll hier überleben. Und um zu überleben, sind halt auf der kompletten Karte Kisten verteilt, wo Sachen drin sind, wie zum Beispiel Fisch oder allgemein Essen und Schwerter oder andere Sachen, die man halt so in, oder die es so in Minecraft gibt, die, womit man halt Sachen bauen kann. Meinetwegen aus Eisen und Flint kann man halt ein Feuerzeug bauen. Solche Sachen halt. Und es sind natürlich auch die Werkbänke auf der Karte verteilt und alles mögliche in den Truhen. So, ja, das ist das Prinzip von Hunger Games und eigentlich recht einfach zu verstehen. Und das macht auch richtig viel Spaß. Vielleicht hört man das auch raus bei mir. Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Und ich gehe hier mal wieder hoch, meine Standardroute entlang. Und eigentlich gehe ich immer nach da hinten und dann in das Dorf. Naja, mal gucken. Ich weiß auch theoretisch, wo die beiden Diamanten sind, aber ich habe irgendwie keinen Bock auf Diamantenschwert zu gehen, weil das dauert mir irgendwie immer so lange und so gut kenne ich mich dann auch noch nicht auf der Karte hier aus. Tja. Ich weiß aber, dass hier die Truhe hier ist mit dem Kettenstiefel und dem Trank und dem Eisenschwert. Das für den Anfang recht gut ist und da hinten ist einer. Ah, den schnappe ich mir mal nicht. Ich gehe mal hier in das Dorf hinein und dann später vielleicht nochmal hier am Strand entlang, dann kann ich noch mal ein paar Leute abfangen, die da lang gehen. Gut. Ich bin gestrandet. Achso, nebenbei. Ich finde das so geil, so lustig. Ich habe vor ein paar Runden gespielt, Hunger Games, und da haben mich Leute auf dem Server erkannt. Ich hatte ja eigentlich noch nicht die IP oder so vom Server hier gezeigt. Und deswegen finde ich das als recht so lustig. Also, dass da mich wirklich Leute erkannt haben auf YouTube, Mann. Meine Güte, von YouTube meine ich natürlich, dass die mich hier kennen, boah. Ich bin, da fühlte ich mich wirklich fame, obwohl ich das mit meinen 3000 Abonnenten auf Michi Gaming ja eigentlich nicht wirklich bin, oder kann man nicht wirklich bezeichnen. Ist ja YouTube und Fame, naja, das möchte ich mal auseinanderhalten. So, auf jeden Fall fand ich das schon richtig lustig, ob erst recht, weil ich halt die IP noch nie irgendwo genannt habe. Und ja, warum nenne ich die IP nicht? Das liegt einfach daran, das kann ich auch, euch auch sagen. Ich habe vorhin ja, wie gesagt, mit den Leuten da gespielt und die haben immer meine Strategie geklaut und die haben mich immer da getötet, wo ich gerade mal Pause gemacht habe. Die sind einfach auf mich gegangen. Einfach auf mich. Und das macht einfach keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß, mit solchen Leuten zu spielen, die einfach meine Strategie da nehmen. Aber ich kann euch versprechen, bald kommt etwas, wo ihr mit mir theoretisch Hunger Games spielen könnt. Nämlich macht... Ja, das möchte ich nachher kommen. Das war genug Rätselraten. Ihr könnt ja schon euch vielleicht erraten, was bald kommt. Vielleicht ein kleiner Special-Server? Wer weiß, wer weiß. Lass ich mal so im Raum stehen, mal gucken. Mal gucken, was ihr so sagt. Nun gut. Ich bin hier auf dem Dach, na toll. Was soll ich auf dem Dach? Oh, nicht runterfallen. Ich esse mal lieber ein Brot. Schönes Vollkornbrot hier. Habe ich noch andere Sachen? Nein. Dann mache ich mal so und so und dann werde ich mal hier hineingehen und gucken, was man hier so findet. Oh, der Pool, der ist cool. Hier ist nämlich eine Truhe, die kennen nicht wirklich viele. Ich kenne die. Oh, Eigenlob for the win. Ich kenne die und die ist, da ist eigentlich immer, wie gesagt, da ist die Keule drin und ein schön gebratener Fisch. Der ist eigentlich immer gut. So. Oh, hier war noch niemand. Da gehe ich glatt mal rein.
Ich kann euch eigentlich auch nur empfehlen, wenn ihr mit dem Mausrad, wie ich damals bei Minecraft, nicht so zurechtkommt mit dem Switchen der verschiedenen Sachen. Oh, da ist einer. Ach, verdammt. Mann, was macht denn der? Oh, 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 oh. Na, du Spacken, komm mal her. Ja, da habe ich den aber wirklich auf dem letzten Drücker noch bekommen. Ein Glück, dann gehe ich mal eben hier in das Haus rein. Denn, ein kleiner Tipp nochmal von mir. Wenn ihr in irgendeinem Haus seid, stellt euch, geht an eine Stelle, wo ihr den Eingang, von wo man kommt, oder am besten gibt es nur einen Eingang, wo man den gut überblicken kann. Genau wie ich. Wenn ich ins Inventar nämlich jetzt gehe, um irgendwelche Sachen mir zurechtzulegen, dann kann ich halt hier den Eingang bewachen und im Notfall hier schnell die Waffe wieder zücken und da die Leute wegschlagen. Ihr wisst Bescheid. So, Eisenstiefel, geil. Faden, Pfeil und Bogen, cool. Wie viele Pfeile habe ich? 4 nur noch. Och Mann, nur weil der eben so viele verschossen hat. Na super. Aber Schüsseln, oh cool, dann können wir uns ein paar Suppen machen, theoretisch, oder? Ja, 3 Suppen können wir uns machen. Ich pack mal die Nahrung da unten rein. Ich habe ja nicht viel Wertvolles hier. Eine Eisenbahn habe ich leider auch noch nicht. Okay, aber schon mal ein guter Anfang. Mein Leben hat sich auch wieder regeneriert. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, aber es war wirklich knapp eben der Kampf. Und ich denke mal, ich habe den nur wegen meinem Trank gewonnen. Also der Trank hat schon wirklich, oh, bringt schon einen guten Vorteil mit sich. Wenn man halt trifft. So, ich gehe mal in die Tankstelle. Guten Tag, Banküberfall. Ne, Banküberfall. Überfall, Kohle her. Ha, da habe ich die Kohle. Und hier, oh, noch mehr Schüsseln. Aber ich habe gar nicht so viele Pilze. So, schnell wieder raus. Die haben die Cops gerufen. Kacke, weg, 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 weg. Ich bin auf der Suche nach roten Pilzen. Oder auch nach einem Spieler, den ich mal eben schnell und einfach töten kann. Bleib doch stehen. Ja, und tschüss. Tja, das war mal ein Spieler. Und da oben ist noch einer. Und ich denke mal, der hat einen Diamanten. Moment mal eben. Der hat mich bestimmt noch nicht gesehen. Oder doch. Doch, der hat mich gesehen. Okay, der ist nicht so blöd und kommt hier wieder hin. Naja, dann gehe ich mal eben da hinten zur Werkbank. Denn da hinten steht eine Werkbank und mach mir da mal ein paar Suppen. So, welche haben wir denn heute? Wir haben hier eine schöne Pilzsuppe. Wir haben hier schöne Pfefferlingssuppe. Oh, lecker. Die Auswahl ist ja wirklich groß. Na toll. Aber ich habe nicht so viele rote Pilze. Pech. Pech, Pech, Pech. Ich mach mal so. Oh, lecker. Und die lasse ich hier mal liegen, oder? Nehme ich die mal mit. Dann lasse ich hier mal die Samen und den Setzling liegen. So, und nehme das mal wieder mit. Gut. Ein gesunder Apfel, eine kleine Vitaminbombe. Für zwischendurch, auch nicht schlecht. Und dann gehe ich mal in Richtung Spawn, weil ich schon relativ gute Sachen, oder viele gute Sachen habe. Und ja, such mal nach dem Typen mit dem Diamantenhelm. Den könnte ich wirklich gut gebrauchen. Kann ich mir Pfeile bauen? Wie ging denn nochmal Pfeile? Da hinten rennt einer. Pfeile. Da brauchte man Feuerstein für, aber was noch? Ich glaube Federn. Ja genau, Federn, Feuerstein und Stöcke. Ich glaube, ich habe keine Federn. Hm. Gut, da hinten ist noch einer, glaube ich. Ja, da ganz hinten. Einfach mal hinterher. Hier heranpirschen von hinten. Und der hat auch anscheinend kein Dings. Und ja, den habe ich schon mal. Dann geht es an den nächsten. Gut, ich habe ein Diamantenschwert. Gut, gut, gut. Und dann muss ich mich erstmal hier verziehen, da ich
gewinnen möchte und gerade wirklich richtig gute Chancen habe. Oh Mann. Oh Mann. Ich muss hier weg. Ich muss hier einfach nur weg und etwas essen. Und sicher. Das ist die Sache gerade. Ich brauche wirklich erstmal einen sicheren Platz, denn man könnte wirklich schnell von hinten erwischt werden. Ich stelle mich mal hier in die Ecke schnell. Essen ein Stück. Ein Happen. Mh, lecker. Gleich noch ein Stück hinterher. So, ich hoffe, das reicht. Doch ein Brot, komm, ich kann es mir leisten. So, Hose an, Goldhose, das ist schon mal nicht schlecht. Was habe ich noch Schönes? Ja, viele gute Sachen habe ich gar nicht. Schade. Ich habe aber ein Diamantenschwert. Boah, ich hatte noch nie ein Diamantenschwert hier. Geil, und ich könnte mir theoretisch noch, wenn ich eine Werkbank hätte, noch ein paar Pfeile machen, nur einen Pfeil. Oh, blöder Hund. Hat der mich gerade erschreckt, der blöde Köter, Mann. Ich könnte da schon wieder ausrasten, Mann. Bei so einem blöden Köter, wenn so einer mich verfolgt. Oh, da ist ein Teamkamerad von ihm. Da ist der Teamkamerad. Aber ich habe ein Diamantenschwert. Das heißt, ich habe gute Karten schon mal. Wenn sich mal mein Leben regenerieren würde. Und das dauert ja wirklich lange hier. Boah. Ich gehe hier mal eben weg. Ich weiß, dass ich verfolgt werde, auch von dem Hund. Deswegen brauche ich wirklich volles Leben. Und da hinten ist einer. Da. Ich schwimme mal eben hier ins Wasser. Pfeil und Bogen raus. So. Okay, was mache ich? Was mache ich bei so einem Kollegen? Was mache ich bei dem? Tja, naja, ich schwimme hier mal rüber. Sicher ist sicher. Auf jeden Fall habe ich ein Diamantenschwert. Gut, und der Hund ist anscheinend parteiisch. Der Hund ist wirklich, ich dachte, der kommt aus dem Team von ihm. Okay, von hinten. Okay. Komm doch her, du Spacken. Okay, der Hund ist doch parteiisch. Der wollte mich wohl nur anlocken. Okay, die haben wirklich eine Strategie sich ausgedacht. Ich muss schon sagen, schlaues Team. Aber ich, wie gesagt, ich mag Teams nicht. Erst recht nicht, wenn da einer von den beiden ein Hund ist. Naja, nicht ganz so schlimm, wie wenn der noch ein Teampartner wäre mit dem Schwert. Aber es nervt halt schon wirklich extrem. So, da habe ich mal wieder einen Treffer gelandet. Und da auch. Und da rennt er weg. Da rennt er weg, die Memme. Weg, 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 weg. Renn doch, Junge, renn. Renn, weg. Guck, wenn ich da mal das Diamantenschwert auspacke, dann rennt so ein Kollege auch mal. Das finde ich einfach nur affig immer von solchen Leuten. Das finde ich so affig. Und da habe ich ihn. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 da verarsche ich ihn. Und ein... Ach du Kacke, hier war einmal. Tja, der Hund, der will mich wohl verarschen. Aber der wird auch bald sterben. Denn immer wenn mich ein Hund schlägt, kriegt der Typ auch Schaden und wird damit auch irgendwann automatisch sterben. So, das finde ich so geil, Mann, dass ich den Typen gerade getötet habe. Entschuldigung, aber das musste gefeiert werden gerade von mir. Herrlich. So, was hat denn der dabei? Fische, eine Keule. Eigentlich nicht. Ach, die hier, diesen Brustpanzer, der ist gut. Den tausche ich mal ein. So, ich brauche... Hallo, der liegt doch hier außen. Warum krieg ich... Ah, ja. Gut. Dankeschön. Dann, was mache ich denn dann mal? Eisenschwert raus. Und... Oh, Firelock ist hier drin. Alter, Leute, Firelock, der spielt so oft das Teil hier. Hunger Games auf dem Server. Ich sehe den immer und immer wieder. Ich weiß nicht, was da los ist mit dem. Der suchtet ja den kompletten Tag hier. Immer wenn ich hier drauf bin, ist Firelock auch da. Firelock, Mann, Mann, Mann. Und ich freue mich gerade richtig. Ich gebe mal eben einen Left. Vier Spieler. Ich weiß nicht, ob da schon gleich das Gas ausgeströmt wird. Das Giftige. Ich hoffe mal nicht. Würde dann aber auch im Chat stehen. So, ich bin in der Nähe vom Spawn. Das heißt, mir kann nicht mehr viel passieren. Und da war noch niemand im Haus. Und den verarsche ich. Attacke. Attacke, Attacke. Einfach rauf. So, da ist er tot. Oh, und der hat den Diamanten dabei.
Dieser blöde Hund. Wie der Typ mich nervt, Mann. Wie der mich nervt. Das ist ja nicht mehr normal. Oh, geil. Hier ein Diamant hatte der. Der hatte einen Diamanten. Geil. Hier, guckt mich an. Guckt mich an, Junge. Das hast du dir nicht verdient, ne? Haha. Das war auch noch... Was? Das war Schulzi? Das war... Von ihm hatte ich ja vorhin mein Eisen, mein Gold, das Diamantenschwert geklaut. Und mit dem mache ich ja auch manchmal Projekte auf meinem Kanal. Was? Der war das gerade. Das finde ich so affig gerade. So, weg mit dir, weg, weg, weg. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Komm schon. Und da habe ich, okay, noch nicht gewonnen, okay, weil manchmal verwechsel ich das auch, da denke ich, ich habe jetzt schon gewonnen, ist aber nicht so, ihr merkt schon, ich bin richtig aufgeregt, das sollte ich aber gar nicht, ich sollte mich mal wieder hier normalisieren, Final Battle schon, okay, ich stehe im Finale, finde ich auf jeden Fall gut, und wer kommt denn hier schon wieder an, okay, ein Teampartner, anscheinend, finde ich gut. Oh, der Hund, der nervt mich schon wieder. Okay, ihr merkt das vielleicht schon, wie zitterig ich hier spiele, weil ich möchte gewinnen. Ich will das Teil hier gewinnen. Oh Mann, und da hinten rennt einer. Da hinten rennt einer. Ja, kriege ich ihn, kriege ich ihn. Okay. Ja, da hab ich gewonnen. Ich weiß, das Ende war vielleicht vom Kommentieren her nicht ganz so gut, aber es hat mir einfach nur Spaß gemacht. Das hat einfach nur gebockt. Also Leute, danke fürs Zuschauen, hat Spaß gemacht und bis zur nächsten Folge. Tschö, und guckt euch das an. Hier, Diamanten. Hui. Naja, tschö mit Ö.